Aber so jetzt in der Blitzqualität geht das Ganze noch. Wenn es immer Aha. dann passiert, ist scheiße. Hast du dein Audio wieder mit einbezogen? Ja. So. Jetzt hoffe ich mal, dass der Spielsound auch aktiv ist. Ich stimme schön. Sehr gut. Also wie schon gesagt, alle fahren sie auf Rot, sprich sie werden auch alle mit Rot starten. Ganz knappe Sache da vorne. Aber Liebherr hat die Session auch aufgegeben. Bestimmt irgendwo abgekürzt geschnitten. Die längste Zeit der Runde war der Phantom vorne. Aber dann wohl im letzten Sektor nicht mehr. 25. Ja, und wie gesagt, mit einer 1,29,074 holt sich Tobi die ersten 4 Punkte. Weil es ist schon brutal, ne? Der ist schon mal eine Sekunde schneller als Platz 4. Ja. Das ist der Hammer. Ich weiß aber auch nicht, wo er die Performance herholt. Er lässt sich auch nicht in die Karten gucken, ne? Also wenn du ihn fragst oder so, wie er das macht, Wie er sagt, er trainiert zweimal die Woche und wieso das war's. sollte er seine Trickchen auch verraten? Ja, so ein, ne, für einen aufstrebenden Anfänger könnte man das doch mal tun. Der Nico Rosberg hat auch keine Tipps von Schumi bekommen, wo sie zusammen bei Mercedes waren. Ja, aber bei ihm konntest du es ja 1:1 ablesen. Und Rosberg war schneller als Schumi, wenn ich mich richtig dran erinnere, bis auf das eine Mal, wo er das Podium geholt hat. Teils, teils, ja. Aber schön ist zumindest mal wieder, dass wir wieder 4 Fahrer von der UFL dabei haben. Also zumindest die das UFL-Tag haben. Hat man so auch schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt sind die ersten Zuschauer auch wieder da. Dann kann ich mich jetzt nochmal entschuldigen wegen diesem Soundproblem, aber scheint jetzt behoben zu sein. Also hoffen wir mal, bleibt es so jetzt. Ach so, und Eid, wir dürfen auch unser Rennen dann in 2 Wochen ankündigen, ne? Jo. Weil da auch einige dabei sind, die sich das echt gerne angucken. Baku ist immer Action. Ja, die haben sich auch die anderen Rennen angeguckt, so Spanien und so. Da sind wirklich welche dabei, die gucken wahrscheinlich den ganzen Tag Twitch. Doch. Wozu? Ja, wozu RTL, ne? Also Also. ich persönlich gucke auch so gut wie nie Fernsehen. Ich gucke entweder YouTube oder Twitch. Da kann ich wenigstens aussuchen, was ich gucke. Ja, oder Netflix halt, ne? Das geht ja auch Ja, noch. nö, Netflix zahle ich nicht für. Setze ich nicht mehr Echt, das ein. umsonst. Nachdem ich das letzte Mal dafür gezahlt habe und sie mir 2 Wochen später erst aufgeschaltet haben und auch dann nur für 2 Wochen. Seitdem gebe ich denen mein Geld Na nicht gut, mehr. das. Ja, also ich habe den Vorteil, durch meine Ex kann ich das umsonst gucken. Die hat mir Zugangsdaten gegeben und dann geht das. So, dann gucke ich jetzt noch mal kurz, wann der Rennstart stattfindet. Das wäre mal zeitlich angekündigt. Der Rennstart ist jetzt in 2 Minuten.
Um 19:20 Uhr geht es los. Ja, Jungs, euch mal ein bisschen mit einbeziehen hier. Was denkt ihr? Wie sieht das Podium heute aus? Heute habt ihr nicht ganz so viel Auswahl, also haut mal in die Tasten, schreibt mal was. Also ich denke mal, wenn nichts querschießt, dann gehe ich mal von einem erneuten Sieg von Tobi aus. Phantom und der Rex Sportster King könnten sich mit guten Platzierungen auf jeden Fall vor dem Gurke schieben in der Tabelle. Ja, ab Platz 2 ist das alles so ein bisschen sehr eng und dadurch, dass Gurke ja nicht mitspielt heute, also mitfährt, hat er sich, glaube ich, schon den zweiten Platz wegnehmen lassen. Und dann gibt es einen Kampf um Platz 5 zwischen Liebeherr und Pitu, die nur 7 Punkte auseinander sind. Ja, bin ich mal gespannt. Also Robin, der kommt auf der Strecke nicht ganz so gut klar. Schauen wir doch mal. Noch 2, 1. Und dann dürfte es jetzt auch losgehen mit der Einführungsrunde. Wollen Sie? Jawohl. Und da ist schon der Erste in Oh. der Wand. Jawohl. Rex Forster King scheint das gewesen zu sein, oder? Jawohl. Da war die Traktion etwas zu stark, denke ich. Eieiei. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt am Start laufen wird hier. Der schöne Karlin da hinterher. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich die Sauber echt schöner. Der Karlin ist die Inspiration, ja, gut, die Halbinspiration für meinen Helm. Eigentlich nicht die Inspiration ist der Valentino Rossi. Aber das sind ungefähr genau die gleichen Farben, wie mein Helm hat. Zwei Fahrer auf den gelben Reifen, Exporter King und Falkberg. Und der Rest müsste auf Rot geblieben sein, Ja, so wie ich das gesehen habe. richtig. Und da ist der Pluto-Kreis neben der Strecke gewesen. Oder war es Nils? Und da hat sich Liebe ja jetzt auch nochmal weggedreht. Eieieiei. Kommen jetzt die letzten auch in die Startaufstellung. Und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier läuft. Oh, Ampeln sind alle an. Und los geht's. Rex Forza King kommt Super. da sehr gut weg. Ja, auch Phantom ist sehr gut weggekommen, hat sich jetzt Ja. am Start gleich mal Tobi geschnappt. Und, oh. Belloff wollte da auch noch zwischendurch. Das wird knapp in der zweiten Kurve. Die beiden Teamkollegen. Schienen sich leicht an. Aber bisher alles gut gegangen.
Vito auch ganz nah dran an Rex Forza King. Und vorbei. Oder dreht sich Phantom weg? Ist er kaputt? Eieiei. Und virtuelles Safety Car. Das ist natürlich bitter. Sehr schade für Phantom. Moin Marcy, wie geht's dir? Ja gut, damit sind es nur noch 8. Ja, virtuelle Safety Car wird es dann auch gleich wieder vorbei sein. Aber sonst bisher eigentlich alle ganz gut durchgekommen. Da grün. Bis auf den Dreher. So, jetzt mal abwarten, ob Tobi sich da etwas absetzen kann. Aber Rex Forza King holt sich da Pitu wieder. Oder auch nicht. Pitu hält dagegen auf jeden Fall. Ja, das Reifenduell. Jetzt greift Nielsen damit in den Kampf ein. Pitu wieder vorbei. Nielsen jetzt auch vorbei an Rex Forza King. Tobi kann sich da langsam aber nicht absetzen. Oh, und da hat sich Rex Forza King rausgedreht. An derselben Stelle wie Phantom. Und ja, damit ist auch das Rennen für ihn schon gelaufen. Eieieiei. Aber werden die anderen Fahrer natürlich jetzt wissen, dass sie da extra aufpassen sollten und das nicht den beiden nachmachen sollten. Jetzt gibt es richtig Punkte zu holen hier. Jetzt gibt es richtig Punkte, ja. Aber wieder nur virtuelles Safety Car. Und trotzdem alle recht nah beieinander. Jawohl, jetzt ist wieder grün. Mal gespannt, ob sie jetzt sauber durch den zweiten Sektor kommen. Nilsson. Der attackiert jetzt gleich den Pitu. Kommt da nicht nah genug ran. Na, Tobi jetzt schon 1,4 Sekunden Vorsprung. Wieso wunder, wir haben wir keinen verloren in der Kurve. Na, haben sie sich vielleicht doch gemerkt, da vielleicht doch ein bisschen mehr auf die Bremse zu gehen. Für Nils wird es nicht reichen. 0,7 Sekunden jetzt. Goldberg vorbei am Pitu. Und bei der Gegenattacke. Ja, da hat er aber. Naja, er hat sauber Platz gemacht. Okay. Also er war komplett an der Boxenmauer.
Ja, Marci, warum gibt es heute nur so wenig Fahrer? Ja, haben sich nicht mehr angemeldet, ne? Also. Zwei sind ja dann schon raus. Also, heute hättest du richtig Punkte absahen können hier. Mal gucken, ob der Nils von jetzt am Pito dranbleiben kann. Im ersten Sektor fährt er eben immer so richtig ran. Das sieht ganz gut aus. 0,2 Sekunden hat er jetzt. Wenn er das halten kann bis Startziel, könnte die Attacke auch kommen. Da verliert er mal ein bisschen beim Rausbeschleunigen wieder. Wird nicht reichen, denke ich. Ne. Und wenn, wird es ganz knapp. Aber vielleicht jetzt noch in der zweiten DRS-Zone. Da möchte er sich reinbremsen. Oh, wie du mit einem leichten Untersteuern? Hier ist eigentlich kein Überholen möglich. Nicht ohne groben Fehler, ja. Aber die zwei da vorne fahren auch so ein ziemlich einsames Rennen. Tobi jetzt schon 3 Sekunden Vorsprung auf Bellof. Und der wiederum 5 Sekunden Vorsprung auf Pito hat. Oh! Er hat sich Nielsen weggedreht. Ja, und damit ist er ganz hinten. Wieder die Kurve, wo jetzt schon zwei Leute rausgeflogen sind. Flügelschaden, glaube ich. Ja, er ist auf jeden Fall gegen die Wand. Also ja. Er muss jetzt auf jeden Fall erstmal in die Box kommen. Da fehlen die Lippen an der rechten Seite. Ja, und da kommt auch der Boxenstopp. Ich gehe mal davon aus, dann wird er jetzt gleich auf Weiß wechseln. Wäre eigentlich Ach, das da Sinnvollste. Kriegt er und noch die 5 Sekunden Strafe, weil er zu schnell in die Boxengasse fährt. Oh, es gibt ja doch Gelb. Oder gab es keine Weißen? Also, wie war denn das? Ich weiß es nicht. Gut, Vorteil jetzt natürlich, dass so wenig Fahrer da sind. Er hat jetzt freie Bahn erstmal und kann erstmal wieder gut Zeit aufholen. Pito kann auch erstmal ein bisschen durchatmen jetzt zum Reifenschirm. Mittlerweile 4 Sekunden vorne weg. Ja, das Spannendste, also das engste Duell, was wir jetzt haben, ist Pluto-Kreis gegen Falkberg. Kampf um Platz 4 mit 1,3 Sekunden. Tobi, 5 Sekunden Strafe. Oh. Ah, Boxengasse. Eieiei. Ei, ei. Wer hat sich da, Liebe, er hat sich da auch nochmal weggedreht. In der vorletzten Kurve. So, damit übernimmt jetzt erstmal Pito die Führung. Tobi fällt erstmal zurück auf Platz 4, so wie es aussieht. Platz 5, liebe ja jetzt auch vorbei. Die Frage ist jetzt auch, wie lange kann der Falkberg da vorne mit den Gelben so gut fahren? Werden wir. Also ich weiß, dass er sehr gut mit Reifen umgehen kann. Das hat er schon öfters bewiesen. War es jetzt nur, wie lange er das machen kann.
Also die, die jetzt auf Gelb gegangen sind, müssten ja jetzt rein theoretisch circa 12 Runden auf Gelb fahren. Wenn er auf den Gelben jetzt die 12 Runden, vielleicht auch 13 oder 14 Runden auf den Gelben bleiben kann und sich da vorne behaupten kann, dann könnte es ihn doch nochmal den einen oder anderen Platz nach vorne spielen. Ja. Das könnte die richtige Strategie sein. Dann müssen ja alle nochmal in die Box. Pito muss nochmal in die Box. Pluto Kreis und Liebe her. Und dann... Pito jetzt an die Box. Ja, Falkberg fährt auf jeden Fall weiter. Genau. Pluto Kreis auch an die Box. Damit jetzt erstmal die Führung. Pito auch mit einer 5-Sekunden-Strafe. Was ist denn los heute? Ja, die bremsen nicht. Die lassen rollen. So. Oh, Liebe Herr bleibt auch noch draußen. Der Liebe Herr, der hat den Tobi schon im Nacken sitzen. Ja, aber trotzdem muss der Tobi erstmal am Liebe Herr vorbei. Was natürlich jetzt dem Falkberg in die Karten spielt. Definitiv. Liebeherr ist ja auch ein starker Verteidiger, also er kann seine Position verteidigen. Oh. Junge, Junge. Mutig, mutig. Wenn da dem Tobi ein paar von den Lippen vom Frontflügel abgehen, dann beißt er sich nachher selber in den Arsch. Und nächsten 3 Sekunden Strafe wahrscheinlich wegen Abkürzen. Eieieiei. Ja, jetzt ist er vorbei. Ja. Obwohl die Roten beim Rausbeschleunigen wieder? Nee. Ja, jetzt kommt auch Liebe her in die Box. Ja, damit sind es trotzdem 13,2 Sekunden Vorsprung, die der Falkberg sich da rausholen konnte. Ja. Und der kann nachher mit den Boden rein pushen. Ja, aber du hast ja auch gesehen, der Tobi, der fährt ja mit den Gelben genauso schnell wie Liebeherr mit den Roten. Also. Ja. Gut, die Roten waren jetzt auch tot. Wo haben wir denn hier irgendwo ein Duell? Echt wirklich? Also er hat jetzt schon 1,2 Sekunden auf Falkberg aufgeholt. Ich weiß nicht, wie der das macht, ohne Witz. Falkberg ist jetzt Ende Sektor 2. Hat 11,7 Sekunden. Jetzt warten wir mal, bis... Das ist wahnsinnige Präzision von dem Tobi. So, der kommt jetzt drüber und ist bei 11,2, also eine halbe Sekunde alleine in Sektor 2 aufgeholt. Und Nils kommt da dem Liebeherr wieder ein bisschen näher. Mit einer neuen Kleidungsnote. Das auf Gelb. Ja. Ich denke mal, jetzt wird auch gleich der Angriff kommen von Tobi auf Liebe, ja. Nah genug dran ist er. Ja, er verteidigt aber sehr hart wieder. Ja. Oh! Da hätte er sich fast selber ins Ausgeschossen hier. So,
So, jetzt heißt es aufholen. 10,8 Sekunden auf Pluto-Kreis. Ah, Tobi, jetzt schon wieder 8,9 Sekunden nur noch. Aber ich denke mal, es gibt dann auch noch mal ein schönes Durcheinanderspülen, was die Zeitstrafen angeht. Also, viel wie ich weiß, hat Falkberg noch keine. Nein, der Nilsson. Dann Tito, Tobi, nochmal Nilsson, die Basen in der Boxenmesse. Und wieder schnellste Runde von Tobi, also der. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist einfach auch unglaublich konstant. Der erste Sektor, letzte Runde 33431, danach die Runde 33432. Der zweite Sektor. Ah, das ist Wahnsinn einfach. Das ist wieder schnellster Sektor 1 von ihm. Er lässt es gerade hier richtig krachen. Ja, muss natürlich auch noch die 5 Sekunden rausfahren. Das wird er natürlich im Hinterkopf ja, haben. Ja, auf Bellof, glaube ich, ne? Bellof, ja. So sein Kontrahent gerade, den er auf der Strecke hat. Obwohl er sich auch nicht viel nimmt, ne? Also der Abstand bleibt irgendwie immer so bei 6,2, 6,1, 6,3 jetzt mal. Okay, ist 6,4. Aber ist immer so in dem Rahmen von 6 Sekunden. Wie lange dauert so ein Boxenstopp, wenn er keine 5 Sekunden Strafe kriegt? 25 ungefähr, ne? Denke mal. Also müsste er rein theoretisch gesehen bei 12, 23, ja, er müsste ungefähr bei Pitu wieder rauskommen, also auf Platz 4. Dann hat er auf jeden Fall schon mal den Pluto-Kreis wieder vor sich hinter sich gelassen. So. Immer der Undercut gegen Pido wird nicht funktionieren. Wie gesagt, ich habe es vorhin probiert. Ich komme mit den Autos zwar auch relativ gut zusammen. Oh, Pido, 3 Sekunden. Da fährt der Tobi so nah an den tödlichen Körper. Da stellen sich mir schon die Haare auf, wenn ich nur an den Körper denke. Verstehe ich nicht. Oh, leichter Verbremse hier von Falkberg. Schauen, ob er schon diese Runde an die Box kommt oder ob er noch eine macht. Ne, fährt noch einer. Wahrscheinlich dann zwischen Pito und Pluto rauskommen. Denke ich auch, ja. Nielsen holt auch, hat jetzt auch schon 4 Sekunden wieder aufgeholt auf seinen Teamkollegen Pluto-Kreis. Oh, Pluto-Kreis. Eieiei, da hat sich Pluto-Kreis gedreht. Er hat nicht an die Box, scheint also noch alles heil zu sein. Ja, sieht so aus, ja. Spoiler auch noch heiler. Ich denke mal, kurzer Quersteher. Aber damit wird es jetzt auch für Falkberg schon wieder knapp. Ob er es schafft, vor Nielsen wieder rauszukommen. Ja gut, dann jetzt zumindest. 39 Sekunden dahinter, das sollte schon gelingen. Falkberg hat sogar wenig Zeit wieder auf den Pito gut gemacht. Jetzt kommt der Falkberg an die Box. Ah, dann
Schauen wir doch mal, bleiben wir mal drauf hier. Guck ich mal, was der Pitu macht. Keine Zeitstrafe. Also, das sieht sich schon mal ganz gut aus. Und ich, da die Kurve nicht ganz gut. So, und jetzt auf Start und Ziel. Neue Reifen drauf. Und er rollt wieder. Boah, das wird knapp. Der Pitu wird, denke ich, vorbeigehen. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Duell jetzt. Natürlich Falkwirt mit den frischen Reifen. Und mit den eigentlich vermeintlich schnelleren. Also 28 Sekunden ist das hier ungefähr. Obwohl natürlich also Pitu auch den Fehler drin hatte in der zweitletzten Kurve. Ja. Und du hast ja, habe ich auch gerade gesehen, mal beim Boxenstopp zugeschaut. Du hast ja nur einen Mann, der die Reifen wechselt. Nicht so wie bei der F1, wo zwei stehen. Oh, was ist das da? Das war vorhin auch schön anzusehen beim Flügelwechsel. Da kümmerten sich die Leute dann auch erstmal noch um den Flügel, bevor sie die Reifen vorne wechseln. Also Flügel wechseln kostet hier nochmal extra Zeit. Oh, und der Nils kommt mit dem Dreher. Ja gut, sollte aber vielleicht gereicht haben. Ja. Kann auf jeden Fall vor den beiden bleiben. Aber der Nils hat auch 8 Sekunden Zeitstrafe. Eieieiei. Aber Liebeherr kommt immer näher ran an Pluto-Kreis. Ich glaube, jetzt hatten den Ehrgeiz doch ein bisschen gepackt. Oh, Pluto-Kreis neben der Strecke. Ah, und damit ist Liebeherr schon vorbei. Wie ist das denn hier mit der schnellsten Runde? Gibt das auch extra Punkte? Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber ja. Ich glaube, da kriegst du auch einen Punkt. Also bisher sieht es danach aus, dass Tobi hier volle Punktzahl aus dem ersten Hauptrennen rausholt. Hat ja schon die 4 Punkte von der Quali. Dann die letzten 4 Runden hoffe ich mal, dass jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Vom Hauptrennen die Punkte plus, ich glaube, die schnellste Runde müsste eigentlich auch. Das wäre jetzt natürlich nochmal eine Überlegung wert, wenn der Pluto-Kreis jetzt nicht auf den Liebeherr aufschließen kann, ob der sich nochmal rote Reifen aufzieht und vielleicht noch guckt, ob er sich die Punkte holen kann. Du meinst jetzt die Punkte für die schnellste Runde? Ja. Oh, Quersteher von Liebe, ja. Er hat auch eine schöne Drift-Einlage hingelegt da. Und Falkberg ist ganz nah an Pitu dran. Nur noch 4 Zehntel. Vielleicht noch die zweite, der ist so, ne? Ja, ist schon daneben. Ah, ist vorbei. Oh, Pitu nochmal mit der Gegenattacke. Sehr spät gebremst. War schön innen geblieben. Irgendwas Manöver. Ja, doch noch mal ein bisschen Spannung hier, kurz vor Schluss. Die Flagge, was da passiert? Oh, der Liebeherr hat sich gedreht. Ja, Liebeherr hat sich da einfach weggedreht. Also jetzt wäre die Überlegung vielleicht doch. Also der liebe Herr müsste jetzt reinkommen für rote Reifen und sich die Punkte da abholen für die schnellste Runde. Ja. Das hat er doch im Tank. Ach, Tobi 1:30,9. Jetzt wird es auch knapp mit der schnellsten Runde. Ja, aber die Runde ist jetzt auf 10 Runden alten Mediums. Der liebe Herr, wenn der sich jetzt neue Softs aufziehen kann.
Ja, Pitu scheint hier arge Probleme zu haben mit dem Grip auf der Hinterachse. Der hat ziemlich oft Quersteher. Aber es geht auch gleich der Flügel auf. Ja, das sieht man richtig, wie Falkberg sich da ransaugt. Aber Pitu hart am Fighten hier. Der will den dritten Platz nicht aufgeben. Na, lieber Herr, bleibt aber draußen. Der Falkberg auf jeden Fall wieder warten statt Ziel. Außer Pitu macht einen Fehler, ist hier eigentlich keine Überholmanöver drin. Also du machst es so wie der Tobi. Nils mit einer weiteren Zeitstrafe. Starker Verbremser gerade von Falkberg gewesen. So, mal schauen. 0,5 Sekunden auf Start und Ziel. Ja, hat dann super Ausgang. Ja. Jetzt müsste es eigentlich auch reichen. Ist jetzt ein zweiter Messpunkt? Hat jetzt der Pitu der ist? Nein. Ah, er kommt doch nicht gut raus. Das ist derselbe Messpunkt hier. Na, der Messpunkt ist da auf, ich glaube, bei der Boxeneinfahrt müsste der Messpunkt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, es ist nur ein Messpunkt. Ja, bei der Boxeneinfahrt müsste das sein. So. Sollte sich Liberty Media vielleicht auch mal überlegen, da einen zweiten Messpunkt, damit der Überholte vielleicht direkt wieder zurück überholen kann. Ja, interessant auf jeden Fall. Die wollen ja mehr Überholmanöver, das wünscht sich da eigentlich jeder, denke ich mal. Ah, Robin zieht ja hinten einsam seine Kreise. Tobi jetzt schon 12 Sekunden Vorsprung auf TSR Bellof. Boah. Jetzt weiß ich, was du meinst mit so nah an dem Körper langfahren. Junge, Junge. Wenn du den Körper rührst, dann. Oh, da hat er sich gedreht. Tobi dreht sich. Natürlich überhitzte Reifen, jetzt muss er gucken, dass er da. Dann ist natürlich, er hat noch die 5-Sekunden-Strafe, die muss er echt. Ja, letzte Runde. Wenn der Bellof hier straffrei ist, dann wird er den ersten Platz übernehmen. Das ist natürlich jetzt sehr hart in der letzten Runde. Und hi Bro, schön dich zu lesen. Im Fußball würde man sagen, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift. Ja, das wird nicht reichen. 3,1. Er wird. Oh, und er kriegt sogar eine 5-Sekunden-Strafe. Ja, das ist ja die für die nicht erfüllte Strafe, wenn sie absitzt. Ja. Und damit gewinnt Bellof das Hauptrennen vor Tobi. Eieiei. Ei, ei. Ja. Wo kann das gehen? Und da kommt Falkberg über die Linie. Auf Platz 3, Pitu bekommt auch noch eine 5 Sekunden
Sekunden Strafe gegen mich das war erfüllte auch die. Strafe. Das ist dann einfach die 5 Sekunden. Ja, boah, dann dürfte Nielsen. Ja, das ist auch noch. Mein Auto ist nochmal kaputt, Mann. Ja. Da wird das Team natürlich auch nicht begeistert sein. Das sind wieder die 30.000 Euro, die da auf einmal futsch sind. Ja. Ja, Pluto-Kreis jetzt auf Platz 5. Ja, und da kommt Liebe her. Jawohl, das war das Hauptrennen. Dank der Strafen gab es ja doch noch die ein oder andere. Die eine oder andere Platzierungsänderung. Jedenfalls super Ergebnis hier für die Gelben. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Uni irgendwas. Renault Junior Team. Genau, das Renault Junior Team, genau. Uni Virtuosi. Aber trotzdem eine starke Leistung wieder mal vom Tobi, der da einfach mal alles im Grund und Boden gefahren ist. So, dann heißt es jetzt kurze Pause oder wie sieht das aus? Jawohl, Start ist in 10 Minuten, 20.05 Uhr geht es weiter dann mit dem Sprintrennen. Also bisher ist noch alles offen, was hier die... Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist mit der Startaufstellung, ob jetzt der liebe Herr davon einstartet oder der Phantom. Nur die ersten 8 werden gewechselt. Die ersten 8. Auch mit DNF ja, oder? Ich weiß es nicht genau. Das wird jetzt gleich spannend werden. auf jeden Fall weiß ich, wenn mit DNF ist, dann müsste Rex Forza King auf 1 stehen. Theoretisch. Wird auf jeden Phantom Fall ist natürlich interessant, wie sich die schnelleren Phantom Fahrer hier nach vorne arbeiten bei der umgekehrten Startaufstellung. Also erfahrungstechnisch, was so die letzten Rennen passiert ist, ist ja Tobi ziemlich oft von ganz hinten, also dann von Platz 8 gestartet. Und das hat keine 2 Runden gedauert, war der ganz vorn. Ja, aber da hat er sich schon wieder um die ersten 2-3 Leute gebettelt. Kann natürlich auch immer in die Hose gehen, wenn man da zu schnell an dem vorbei will und sich den Flügel kaputt fährt. Man hat vorhin gesehen, wie viel Zeit das kostet, den zu wechseln mit dem verringerten Boxenpersonal. Erstens das und zweitens, die Strecke lädt ja nun auch nicht gerade zum Überholen ein. Definitiv nicht. Gut, ich bin auch gleich wieder da. Ja, Pro, wann sehen wir dich eigentlich mal im Formel 2 Fahrzeug? Wird irgendwann Zeit. In der Formel 1 hast du ja schon so gut wie alles gewonnen. So, der Start beginnt dann, wie gesagt, in circa 7 Minuten. Ich bin aber auch noch mal ganz kurz AFK. Ich bin gleich wieder da. Ich lasse euch mal ganz kurz mit den Bildern alleine. Und hoffe, dass ich pünktlich zum Rennstart wieder da bin.
So, ich bin wieder da. Wann es losgeht hier im sonnigen Ungarn. So, da bin ich wieder. Dann auch den Titel schon gewonnen, der Tobi, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das könnte durchaus möglich sein, ja. 24 Punkte hat er fest. Das ist ja jetzt schon deine Meisterschaftsfahrt hier. Weiß gar nicht, ob er nächste Saison dann hier noch im echten Leben darf der Formel 2-Sieger das nächste Jahr ja keine Formel 2 fahren. Das weiß ich nicht, wie sich das dann verhält. So weit bin ich in meiner Karriere noch nicht. Oh, ich sehe gerade, der Tobi, der hat ja auch schon sein Formel 1 Cockpit. Dann wird das ja nur die kleinere Sorge sein. Ja. So, schauen wir doch mal. Alle starten sie auf den Mediums.
Genau, Rex Vorsaking steht auf der Pole. Vor Liebe, Herr Nielsen, Pluto-Kreis, Pitu, Falkberg, Tobi, Bellof und Phantom. Ja, bin ich gespannt, wie sich das jetzt hier im Rennen auswirkt. Wie gut der Tobi durchkommt. Dieses Mal sind alle gut weggekommen. Diesmal keine Dreher in die Boxenmauer. Und Ai, 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 ai. Und der da drehen sich die nächste. Pirouetten. Ai, 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 ai. Ich habe zwar bitte jetzt behaupten, das sei alles für die Kamera gewesen. Aber was er da jetzt gerade vorhatte, sein Auto zu zerstören, weiß ich nicht, ob das so pralle ist, was er da jetzt gerade Ich versucht weiß hat. auch nicht genau, was das war. Ob er da wen in den Zuschauern gesehen hatte, den er grüßen wollte, oder was auch immer das war. Ja, vor allem in der Einführungsrunde kannst du dein Auto nicht zerstören. Ich glaube, das sollte man wissen. Ja, und jetzt steht Rex Forza King zumindest schon mal auf der wieder an der Startlinie. Hat natürlich jetzt die kalten Reifen. Ja, oder vielleicht sogar die zu heißen. Oder Weiß das? nicht, was da jetzt passiert ist, dass er dann jetzt zurückgesetzt wurde. Ah, ich glaube mal die Kollision mit der Mauer. Jeden Fall hat jetzt Liebe ja das Kommando. Ah, das wird gleich lustig hier am Start. Phantom da mit einem kleinen Ausritt ins Gras. Ist immer gut, ein bisschen Gras auf die Reifen für den Start. Genau. Dann rieche ich jetzt nach frisch gemähtem, verbranntem Gras. So. Die letzten stehen jetzt auch. Lampen gehen an. Und auf geht's zum Sprintrennen. Oh, Ja. jetzt dreht er weg und dann nimmt er noch einen mit. Dann nimmt er den lieben Herrn mit. Und wir gehen direkt über zum virtuellen Eieieiei. Safety Car. Ah, hier. Und das ist das, was wir gesagt haben. Ja, Tobi dadurch jetzt schon mal auf Platz 4. Ja, und Der liebe Herr stellt da liebe das Herr, Auto ab. ja, der hat auch keine Lust mehr. Und es geht wieder los. Oder da hat Peter Dreckmann einen kurzen Blick riskiert. Ah, jetzt die Frage. Tobi jetzt zumindest schon mal auf Platz 3. Also da hat sich gleich erstmal Pluto-Kreis geschnappt. Ah, und Falkberg auch schon neben Pluto-Kreis. Kurz gewesen, hat sich mal kurz gezeigt. Wie setzt er an zum Überholmanöver gegen P2? Leichte Berührung zwischen den beiden.
Obi ist vorbei. Jawohl. War schon sehr die Brechstange. Ja, Falkberg hat es aber auch nicht geschafft, an Pluto-Kreis vorbeizukommen. Er läuft immer noch auf Platz 7 dahin. Oh, er wackt. Er wollte der Bello fast in der Schikane überholen. Wird natürlich ungeduldig da hinten. Will natürlich mit da vorne mitmischen, wo Tobi jetzt fährt. Falkberg jetzt sehr nah am Pluto. Wird er wohl auf der Startzielgeraden zumindest versuchen, den guten Exit zu erwischen und dann zu attackieren. Das wird nicht ausgehen. Nee, aber vielleicht auf der Gegengeraden. Also auf dem Gegen-DRS. Ne, hat es auch nicht gereicht. Der berühmt-berüchtigte Körper. Der Innenseite. Also ich fiel da hinten. Tobi jetzt ganz nah schon an Jensen dran. Ah, das könnte jetzt gleich spannend werden. Beide fahren hier komplett ohne Unterstützung, also alles, alle Hilfen aus. Gelbe Flagge, Falkberg in der Wand. Eieiei. Lügel ist noch heile. Ja, Bellof holt sich da Phantom. Ah, die zwei hier vorne battlen sich richtig. Oh, Bellof jetzt mit einem kleinen Verbremser und Phantom. Ah. Phantom ist vor. Oh. Phantom zieht rüber. Hat da nicht gemerkt, dass der Bellof noch neben ihm ist. Bellof jetzt mit Flügelschaden. Und jetzt kommt das Safety Car? Ja, jetzt kommt das Safety Car. Vermutlich, weil der Bellof da noch mitten auf der Straße stand und der Falkberg da ziemlich angerast kam. Da wollte die Rennleitung wohl auf Nummer sicher gehen. Ist natürlich das Glück für Bellof, dass er jetzt da den Flügel einigermaßen schadfrei wechseln kann unter Safety Car. Ich denke, das wird sich die Rennleitung auch nochmal angucken, was da genau passiert ist. Wie lange halten die Roten? Weißt du das aus dem Kopf? Hast du da aufgepasst? Sieben Runden. Nach 6, 7 Runden sind die alle rangefahren. Ich glaube, einer hat 8 Runden angezogen. Ich glaube, liebe Herr, oder? Ja. Ich glaube, dann wird das auch keine Option werden, jetzt auf Rot zu wechseln. Sehen, was der Bett auch jetzt macht. Du musst natürlich jetzt den Flügel sowieso wechseln. Einfach nicht die Strafe holen beim Reinfahren. Und sage ja, hat er. Da holt er sich. Ja, er holt sich rot. Ja. Mutig, mutig.
bisschen nicht ganz pushen, aber ja, er muss fast pushen. Wenn er nach vorne reinfahren will, muss er. Muss jetzt eigentlich möglichst pushen, um wieder aufzuschließen, damit er ein paar wenigstens kassieren kann. Wenn die an die Box gehen und wenn dann seine Reifen runtergehen, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, wenn er sich hinter sich halten kann. Ja, beim Sprintrennen ist ein Boxenstopp nicht nötig. Ist keine Pflicht. Ja, das. Wenn die natürlich jetzt mit den Mediums alle durchfahren, er kann natürlich jetzt aufholen. Unter Safety Car. Aber er muss sich da dann relativ schnell durchdrängeln, dass er, sobald die Reifen nachlassen, ja, nur noch verteidigen muss. Ja. Jetzt muss er erstmal aufschließen. 33 Sekunden. Sollte natürlich jetzt nicht zu viel von den Reifen schon verschleißen während dieser Aufholphase. Man kann natürlich auch nicht in das Cockpit vom Safety Car reingucken, was die machen, wann die wieder reinfahren. Ja, also er bleibt auf jeden Fall jetzt noch eine Runde draußen. Ah, Bellof ist jetzt aber schon fast dran. Also ich denke mal, nächste Runde müsste es fast passen. Was ist denn da im Feld los? Warum werden da ständig Positionen geändert hier? Was ist da los? Sind sie sich da uneinig? Wahrscheinlich. Erinnert mich da gerade an Vettel gegen Hamilton in Baku. Oder Pito, 5 kriegt der Sekunden Pito Strafe. die Strafe während im Safety Car? Das ist natürlich bitter. Vor allem für was? Strecke verlassen da. Ich weiß nicht, für was das genau sein soll. Kann natürlich da gar keine Zeit gewinnen unter dem Safety Car. Ja, Streckenbegrenzung überschritten. Steht in der Rennleitung drin. Bellof ist jetzt auf jeden Fall dran. Also Safety Car müsste dann rein theoretisch jetzt diese Runde reinkommen. Jawohl, da kommt die Meldung. Das heißt, Nielsen gibt jetzt das Tempo vor. Bin mal gespannt, ob er Tobi hinter sich halten kann. Oh, Tobi hat einen Flügelschaden. Eieieiei. Tobi muss in die Box. Tobi, Flügelschaden. Natürlich sehr bitter. Verliert natürlich jetzt nicht ganz so viel Zeit mit dem Boxenstopp. Dadurch, dass die hier erst noch beschleunigen müssen, aber. Ah, das kostet trotzdem extrem viel. Jetzt haben wir jetzt den Pito durchgewunken. Pito ist jetzt auf jeden Fall vorbei an müssen. Ich weiß nicht, ob das ein Überholmanöver war dahin oder ob der Falkberg seinen Teamkollegen Bellof auch durchgewunken hat, weil auf den roten Reifen. Auf jeden Fall ist Tobi jetzt auf Rot. Lohnt sich natürlich, es sind noch 7 Runden. Wird interessant anzusehen, ob der da wohl nochmal aufschließen kann. Er hat natürlich eine super Pace hier. Aber Ja. 35 Sekunden ist halt schon eine Menge. Ah, Bellof jetzt auch schon auf Platz 4, also der pflügt sich jetzt sauber durchs Feld. Wo
muss es natürlich gucken, dass er jetzt am Pluto-Kreis vorbeikommt, damit er da den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verliert. Die Attacke von Belloff. Jawohl. Ja, da kannst du nichts machen. Die roten Reifen, die haben so viel Grip. Auch bei der F2. Kommt er nochmal? Ja, komm, der Gegner. Nicht wie Pietro im ersten Rennen. Nee. Ja, Tobi hat jetzt schon mal eine Sekunde aufgeholt in der letzten Runde. Ist jetzt schon bei 31,9. Es wird mich noch nicht überraschen, wenn sich hier noch irgendwer rausdreht oder bei einem Zweikampf zu starten kommt. Hier ist eigentlich nur alles drin. Ja. Und da dreht sich der Nielsen weg und das Auto ist kaputt. Und wir haben nochmal ein Safety Car. Werden wahrscheinlich alle reinfahren, außer der Belloff wahrscheinlich auch nochmal, oder? Ja, Belloff fährt ja, rein. Belloff fährt auch rein. Pietro ist nicht an die Box gekommen. Pluto-Kreis fährt nicht rein, Phantom fährt nicht rein. Ja, und Belloff bekommt keine 5 Sekunden. Ah, sein Teamkollege direkt hinter ihm. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ich muss jetzt warten. Er sitzt jetzt die 5 Sekunden ab. Das ist natürlich. Natürlich die Frage, ob das Spiel das dann auch jetzt wieder richtig wertet. Oder ob er die nachher nochmal absitzen müsste. Beziehungsweise ob er die immer noch auf deinem Zeitkonto hat. Und er kommt vor Tobi raus. Und Tobi darf nicht vorbeifahren. Er muss ihn jetzt wieder vorbeilassen. Eieiei. Die zwei Streithähne wieder zu vereint. Eieiei. Na, und Belloff ist im Prinzip nur auf Platz 4 zurückgefallen. Mutig von den dreien da vorne nicht reinzufahren. Na gut, wie du schon sagtest, ne? Rein theoretisch, sie müssen ja jetzt nur verteidigen. Nicht nur verteidigen, ja. Es wird jetzt extrem spannend anzusehen, wie sich die drei Fahrer auf Rot gegen die drei Fahrer auf Gelb hier beweisen können. Auf jeden Fall muss ich sagen, sind die drei Fahrer, die jetzt auf Rot sind, abgesehen jetzt mal, also gut, ich sage jetzt mal, Falkberg ist so ungefähr auf dem Niveau von P2. Also, das könnte schon spannend werden. Pietu, nee, Pietu fährt es doch nicht in die Box. Er hat der Pietu, glaube ich, viel Indica und Nesca geguckt und wollte mal da so ein bisschen faken. Da ist das ja gang und gäbe. Und Belloff in der Box. Denn Schaden ist, oder? Hm. Noch mal die Gelben drauf. Sehr ärgerlich. Hat er denn da sehr gebrauchte rote schon, oder was? Das würde den Wechsel vielleicht nochmal Sinn. Ich verstehe das jetzt eigentlich überhaupt nicht. Nee, nicht wirklich. Aber ich vermute mal, dass er keinen frischen Satz mehr hatte. Der
Ersatz muss dann ja sehr angefahren sein, dass du den nicht mehr noch die vier Runden ziehen kannst. Ich hätte auch auf alten gelben Reifen, die schon vier Runden alle sind. Das sind dann wahrscheinlich die vom Start jetzt hier. Richtig. Sind aber immer noch besser als die Reifen, die Führung vorne hat. Aber auf jeden Fall, nächste Runde müsste dann auch das Safety Car wieder reinkommen. Und ich habe übrigens gegoogelt, auch der Bernd Mailänder fährt die F2. Ja, Pietro versucht das sogar, das Safety Car zu überholen. Ich denke mal, wir werden noch drei Runden Green Flag Racing haben hier. Ja, aber alle ziemlich dicht beisammen. Also, das könnte jetzt nochmal richtig spannend werden in den letzten Runden. Vor allem, wie sich die Jungs auf den Roten schlagen. Weil Tobi ist ja jetzt auch schon wieder ganz dicht dran auf Platz 4. Da bringt der Pietro den Bernd Mailänder nochmal rüber. Will ihm da, glaube ich, signalisieren, dass er nicht reinfahren soll. Oder vielleicht will der Pietro auch, dass das Safety Car noch drei Runden draußen bleibt. Würde ihm natürlich sehr in die Karte. Kann natürlich auch sein. Ja. Oder er hat natürlich diese mysteriöse 5-Sekunden-Strafe. Das ist natürlich abzuwarten, was mit der Strafe passiert. Ja, im aktuellen Fall würde es ihn sogar ganz nach hinten durchspielen. Ich weiß nicht, wie das von der Liga-Leitung gehandhabt wird. Die Strafe, die er unter dem Safety Car bekommen hat. Also dadurch, dass es eine Streckenbegrenzung war, glaube ich jetzt nicht, dass sie die zurücknehmen werden. Ich denke es auch nicht, und es ist ja jedem auch unter der eigenen Verantwortung. Restart. Ah, gut gemacht von Pietro. Und Tobi jetzt schon im Windschatten von seinem Teamkollegen. Easy. Also ganz leicht vorbeigekommen. Das ist unglaublich zu sehen, wie spät der Tobi bremsen kann. Werden wir jetzt wirklich ein Überholmanöver im Infield sehen, hier von Tobi gegen Pluto? Ich weiß es nicht, ich traue dem alles zu irgendwie. Auf jeden Fall sehr, sehr mutig, da im Infield so dicht beisammen zu fahren, also. Junge, Junge. Oh, wieder sehr am Limit. Ah, war das in Ordnung? Da musst du ihn wieder vorbeilassen. Das war mit der Brechstange jetzt, gegen Pluto-Kreis. Wundert mich eigentlich, dass das erlaubt war. Das war eigentlich neben der Streckenbegrenzung überholt. So, die letzten zwei Runden jetzt. Falkenberg kann Pietro verteidigen? Ah, Bellof hatte wohl auch ein kleines Problem, weil er war nämlich kurz vor Falkenberg gewesen.
Dann wird er ganz nah an den Körper ran. Ah, die Jungs schenken sich ja auch nichts. Alle vier so dicht beisammen. Aber Pitu pusht jetzt auch richtig gut. Er muss pushen. Er hat noch diese ominösen 5 Sekunden. Boah. Und das. Oh, da will Tobi zu viel. Kann den Wagen aber gerade noch halten. Eieieiei. Tobis Reifen werden jetzt auch nicht angefahren sein. 6 Runden. Natürlich waren ein paar Safety-Car-Runden dabei. Einige sogar, aber. So, jetzt ist das DRS auch aktiviert. Jetzt bin ich gespannt, ob sich Pitu Kreis noch ein bisschen behaupten kann. Aber jetzt dürfen sie ja den Flügel, glaube ich, aufmachen. Nicht raus. Nee. Und jetzt mit den 5 Sekunden würde Pitu nach ganz hinten fahren. Ja. Aber er pusht auch richtig, das siehst du an seinem Fahrstil. Vielleicht kann er da noch ein bisschen Kosmetik machen. Und da liegt der Phantom am Pluto-Kreis vorbei. Junge, Junge. So. Der nächste ist dann Falkberg auf roten Reifen. Das wird ein sehr schweres Duell jetzt. Vorne ändert sich nicht mehr. Oder? Ja, das war's dann. Wie schon gesagt, Pitu wird ganz nach hinten durchgespielt. Sehr schade, starkes Rennen von ihm. Ja, und damit gewinnt Tobi vor seinem Teamkollegen Phantom. Ja, so kann's gehen. Ja, und ich würde sagen, damit ist auch die Meisterschaft dann auch entschieden, würde ich sagen, ne? Ja. So sehr freut sich der Tobi da auch. Jawohl, das der Pitu auf Platz 4. So, das komplette Wochenende haben wir einmal den Tobi ganz vorne mit 41 Punkten, Bellof auf Platz 2 mit 29 Punkten, dann Falkberg mit 21 auf der 3, Pitu auf 4, Pluto Kreis 5, Phantom 6, Nielsen 7, Liebeherr 8 und Rex Forza King auf der 9. So, dann gehen wir jetzt mal ins Hauptmenü, dann gucke ich mal, dass ich mir den Phantom gleich mal schnappe hier. Oder den. Am besten fangen wir mit Tobi an. Ehre wem Ehre gebührt. Oh ja. So, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo ist das Sauber-Team? Da ist Sauber Junior. So, und schauen wir mal, ob der Tobi online ist. Sonst muss ich Pitu einladen und Pitu muss den einladen. Nee, da ist Tobi. Laden wir ihn doch gleich mal ein. Thank you.
schauen, ob er reinkommt. Oder ob er schon am Feiern ist. Der lässt gerade mächtig die Glocken knallen. Ah, da ist er. Schon. Moin. Hast du deine Audio schon mit einbezogen? Mhm. Wer von euch raucht da? Ich. Ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich glaube, das war's dann heute, ne? Das wäre. Jetzt schon? Ja, ist ja nur noch dieses eine Rennen, oder? Nee. Nächste Woche? Noch mehr. So. Wie viel sind's denn noch? Abu Dhabi nicht das letzte Rennen. Ich weiß nicht, Russland, glaube ich. In der Tabelle ist nur noch Ungarn und Belgien eingetragen. Ja, weil das jetzt immer so, damit da Teamwertung noch komplett. Bin auf jeden Fall mächtig Punkte gut gemacht. Dadurch, dass der Gurke ja heute auf jeden Fall nicht dabei ist, Ente gegenüber auf jeden Fall Punkte gut gemacht. Ähnlich vor dem drauf. Ach ja, stimmt, hier steht ja noch, ja stimmt, Ungarn ist ja heute, dann Belgien, Italien, Russland und Abu Dhabi, also es sind jetzt noch 4 Rennen, du hast jetzt 300, ne Quatsch, du hast mit dem Rennen heute, hast du 281 Punkte, also du hast schon einen extremen Vorsprung, also das ist schon echt hart. Ja, erzähl mal, war ja doch ziemlich kurios, vor allem das Sprintrennen. Erzähl mal, wie sah es von deiner Seite aus? Also ja, direkt auf der Strecke. War absolut okay eigentlich. Was mein Auto sich gedacht hat in der 19. Runde, keine Ahnung. Er hatte sich so 18 Runden dieselbe Kurve so fahren, wie jede Runde geht, klar. Aber 19. Runde ist nicht drin, da muss man sich ja drehen. Dadurch dann den Sieg verspielt. Nils dann das Safety Car überholt, was ich nicht ganz verstehe, warum er das komplett überholt, sodass es komplett abgebremst hat. Da das Safety Car ja gefühlt ein Panzer ist in dem Game, war der Flügel kaputt. Und ja. Ja, auf jeden Fall wieder eine extrem hohe Pace, die du hier an den Tag gelegt hast, also. Das war schon wieder irgendwie von einer anderen Welt. Also. Definitiv beeindruckend. Also ich hatte ja immer, also wir hatten beide immer so ein bisschen Angst, wo du diese Rechtskurve gefahren bist hier, Ende Sektor 1, mit dem gefährlichen Curb. Da bist du immer so nah dran gefahren. Na, den Curb darfst du normalerweise nicht angucken und du ziehst da im Prinzip die äußere Schicht von deinem Gummi ab und kein Quersteher, nichts. Also ja, das war schon echt hart. Also, das Safety Car ist extra für die Kurven angepasst gewesen. Okay. Ja gut, ich habe weniger angepasst. Ich habe nicht wirklich viel was gemacht, aber das hat trotzdem gereicht, damit ich da stabil durchkomme. Also ich habe es heute probiert. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also, keine Ahnung. Vollgas und kurz Gas lupfen. Wenn man, kurz bevor man drauf kommt und wenn man wieder weg ist, wieder voll. Mehr oder weniger Vollgas in der Kurve. Alles klar. Und mit dem richtigen Setup haben die ja wirklich viel Grip, auch wenn man ohne Taktungskontrolle fährt. Ist recht, wenn man ohne fährt. Okay. Kurze Frage. Hast du die Platz 2 und Platz 3 in deiner Freundesliste? Mhm. Die waren auch alle in meiner Party, also eigentlich hätte die Alpha beitreten können. Ich kann sie einladen, wenn ihr wollt. Dann lad gleich alle ein hier. Dann frühstücken wir jetzt alle beide mit einmal ab. Das waren ja die Gelben, ne? Nein. Genau. Waren Blutekreis und Adria, also Fanta. Nee, ich meine jetzt vom gesamten Rennwochenende die. Ach so. Zwei. Ich glaube, das war. Wer war denn das? Wer war denn.
Falkberg war, glaube ich, Dritter, ne? Alt? Weiß ich nicht. Ach, ich bin ein Altheimer, als ob ich sowas noch weiß. Also, ich habe ehrlich gesagt noch nicht raufgeguckt. Ich habe zu schnell weggemacht. Falkberg könnte ich einladen, ja. Genau, dann, ich glaube, Falkberg war auf Platz 3. Ich glaube, die zwei Juni-Virtuosi-Racing-Fahrer waren Platz 2 und 3. Nicht alles toll. Was ist denn der Vogel? Ich glaube, ich war offline gestellt. Oder ist offline gegangen? Ansonsten lade ich jetzt einfach mal den Pito ein, der weiß das immer. Der hat ja immer einen Blick für sowas. Da ist er doch schon. Ging ja mal fix. Hallo? Hallo? Hallo. Jo, hi. Kurze Frage. Ja. Hast du die 2 auf Platz 2 und 3 in der FL? Ob ich was habe? Sorry. Ob du die 2 Fahrer auf Platz 2 und 3 in der FL hast? Wer war Zweiter, wer war Dritter? Das ist, auch nicht. Das ist gerade unser Problem. Ja. War der eine. Nee, ich meine jetzt vom kompletten Wochenende. Oder bist du vom Sprintrennen? Die Interviews Sprintrennen. Haben? Vom Sprintrennen, ja gut, dann sind es die 2, ja. Wie kann ich einladen? Und Plutokreis. Ja. Okay, perfekt. Dann kannst du die einladen, gut. Gut, Pito, dann war's das schon. Dankeschön. Alles gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Soll ich drin bleiben oder soll ich mich verziehen? Ach, du kannst auch drin bleiben, also mir ist das relativ. Bestimmt lustig. Ja, hallo Plutokreis. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit dir einfach mal an. Bist du eigentlich als Vierter durchs Ziel, ne? Ja. Hast dann durch die Zeitstrafe von Pito Platz 3 noch gerettet. Also auch du hattest heute eine relativ gute Pace gehabt. Ja. Naja, kann man nicht erzählen. Erzähl mal ein bisschen was hier. Ja, ich hatte Glück, dass ich so weit vorne gestartet bin im Sprintrennen. Dann konnte ich durch das Safety Cars eigentlich Phantom zuerst gut hinter mir halten. Aber dann hat mich in der letzten Runde hat mich komplett durch die Runde geschoben. Ja. Also damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich jetzt überhaupt das erste Mal aufs Podium komme in dem Ligarennen. Ah, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Hast auf jeden Fall gut Punkte gesammelt. Ja, dann würde ich sagen Phantom. Jo. Lange nicht gehört. Gute Uhrzeit. ja, erzähl mal. Also Platz 2 war es, ja? Mhm. Ja, erzähl mal. War ja doch ziemlich kurios jetzt. Zumindest das die letzten paar Runden da. Ja, bin am Start eigentlich relativ gut durchgekommen. Hatte dann leider einen kleinen Zwischenfall mit Bellof gehabt. Ich hatte einen kleinen Rutscher außen auf dem Körper und habe ihn dann das Vorderblech gekillt. Und am Ende habe ich dann Pluto noch irgendwie überholen können, weil er in der Schikane geleckt hat. Ja gut, sowas muss man natürlich ausnutzen. Jo. Aber ich muss sagen, im Infield überholt ist schon ein bisschen riskant, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, so jetzt mal... Ich wollte es egal wo versuchen, Hauptsache vorbei. Ja, wenn man es kann, dann kann man es. Heute sind echt Überholmanöver gewesen, wo ich mir dachte, so das kann gar nicht funktionieren an den Stellen, aber okay. Ja, auf jeden Fall, war es ein spannendes Rennen. Habt eine saubere Leistung abgeliefert. Also ich glaube mal, euch als Sauberteam kann man eigentlich schon zur Konstrukteursmeisterschaft gratulieren, oder? Vielleicht. Also eigentlich dürfte da nichts mehr schief laufen, weil... Also wenn der Herr sich nicht so aufdrehen würde?
Also ihr hattet ja vor dem Rennen schon 149 Punkte Vorsprung. Jetzt kommen ja eure Punkte. Wie viel hattet ihr? Einmal 41, glaube ich, und? Keine Ahnung. Die Punkte aus dem aus dem Sprint drin jetzt. Genau. Also ihr müsstet eigentlich... Ach, ihr habt jetzt schon locker der Darms... Wie viel... Wer ist denn heute für Darms gefahren? Keiner, oder? Nee. Ja, dann... Karlin ist keiner ans Ziel gekommen. ART Compli hat nur... Cousine hat nur Pitu. Der sich hat nur Pitu Punkte geholt. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Oder besser gesagt, wir. Vor allem am Start, wie er da wirklich einfach stumpf auf dem Gas steht und dann rechts rüber schlittert und dann noch den Liebherr abschießt. Also ich glaube, da gibt es noch Diskussionen. Also das... Ich meide dann auf jeden Fall erstmal die Party. Ich verstehe es nicht. Red mich nicht dabei auf. Die, so eine, die kann man von jedes Mal eine Einführungsrunde drehen. Also echt. Ja, sind die kalten Reifen. Ja, komm. Ja, keine Ahnung, was mit dem überhaupt passiert ist. Der ist ja bei mir auch in der Einführungsrunde einfach weggepackt, zurückgesetzt, weil er eigentlich schon mich überholt hatte in der Einführungsrunde und auf einmal in der Starterstellung stand. Ja, ja, das war sowieso ganz kurios. Das haben wir auch nicht wirklich verstanden, warum er da urplötzlich von ganz hinten dann auf einmal in der Startaufstellung stand, weil er hat auf jeden Fall keinen berührt. Den berührt? Berührung hat dich keiner gespürt. Ich weiß nur, dass er auf einmal neben mir weggeploppt ist. Ja. Also irgendwie war er dann auf jeden Fall weg. Und ich vermute mal, dass er dadurch zu heiße Reifen hat. Also es würde jetzt so eine Erklärung geben, weil er hatte sich ja kurz vorher gedreht. Man weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall nochmal Gratulation von hier oben. War spannend zuzusehen, auch wenn es bloß 9 Fahrer waren. Ja, macht weiter so. Was sind eure Ziele jetzt für, was kommt als nächstes? Belgien? Nicht drehen. Das Ziel kommt. Mal gucken, wie hoch läuft mit dem Auto. Ja, also die Rouge, das wird da, ne? Also, hallo. Gut, alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Team Sauber, lasst euch feiern. Pluto, du kannst dich gerne anschließen. Wir haben bestimmt noch ein Glas für dich übrig. Den? Gut, und dann sage ich einfach jetzt mal noch einen schönen Abend euch. Jo, dir auch. Jo, ebenso. Jo. Alles klar, bis denn. Ja. Ciao, ciao. Ciao. So, dann würde ich sagen, halt, beenden wir das Ganze jetzt hier. Jo. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, dass du mir geholfen hast, da nicht alleine zu sitzen. Jo, kein Ding. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.